Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, dass ich immer nur kurz drücken muss beim Einsammeln und nicht so lange. Deswegen habe ich das meinen Baumstamm auch eben wieder nicht hinbekommen. So zack. Aber jetzt geht's. Boah, das wird aber eine richtig romantische Hütte hier. Ich glaube auch. Oh, ist ja wieder einer da. Er war nie weg. Oh, Mensch, geh mir. Oh, mach dich weg da. Muss mal kurz was tun. Aber wie schnell sie diese Hütte zerlegt haben. Man kann, glaube ich, auch einstellen, dass sie keine Hütten kaputt machen. Hm. Jetzt habe ich ihn. Oh. Oh, dann mache ich hier ein Feuerchen und dann machen wir ein schönes Barbecue. Genau, und jetzt snacken wir den weg. Bestimmt C. Ja, wir sammeln die Knochen schön. So. Ist er. Jetzt wird er gegrillt. Hm. Los, grill den. Den Hänsler. Ih, guck dir das an. Boah, der Weibchen. Ah, der brutzelt da wirklich vor sich hin. Ach. Ich glaube, wir müssen bald wieder Bäume schlagen. Ja. Wenn Kelvin wieder soweit ist. Hat er jetzt? Ich hänge mal ein paar auf. Oh nein, jetzt frisst er den. Oh, ich wollte den aufhängen. Oh, echt, hat er den weggesnackt? Ja. Mhm. Am Anfang haut er den ja noch hoch an den Fisch, ne? Und dann irgendwann... Fängt er an zu kotzen. Ja. Der haut sich den ja auch mit Gallenblase und allem rein, ne? Also der. Oh, es wird wieder dunkel. So, Fisch drauf. Ja, ich muss auch was essen. Jetzt kannst du die auch braten oder du snackst die auch roh. Hier gibt's Knochen ordentlich jetzt. Hm. Wo hat er denn die... Wo liefert... Ach, hier ist der Fisch. Ich hau mir den mal roh ran. Ja, hier gibt's aber auch auf dem Trocknungsapparat. Aber... Hm, lecker. Oh, Sushi. Wir sind die Erfinder des Sushis. Hier gibt's ordentlich... Stämme. Da habe ich auch abgeholzt. Ah, sehr gut. Ich musste ein bisschen was machen, weil sind uns irgendwie ausgegangen. Oh, das war aber fast synchron. Ja, richtig. So. Oh, kaputt ist meiner. Ich hau mir mal Energy rein. Habe ich ja gar nicht. Ich habe nur... Ach, diesen Energy-Riegel habe ich. Lass ich den mal reinpfeifen. Hält das ein bisschen wacher. Ja, okay. Bringt echt was. Ja. Oh. Ja. Bruce Lee hätte das mit der Handkante gemacht. Echt? Scheiße, ich habe unser Haus zerstört. Oh, was passiert? Ich hab einen Baum drauf gefällt. Richtig nice. Oh. Geil. Ja. Physik funktioniert. Ja.
Ah, sieht schon ganz gut aus. Ist bald fertig. Das ist wirklich ein bisschen größer als das gestern, oder? Ja, ich glaube eins länger als das andere. Ich will mal hier noch ein paar Bäume. Alter. Der da reinschlägt, und wie das da rausbricht. Als wäre das alles total morsch. Oh, ein Baum fällt. Ah, du hast mich erschlagen. Alter, krass. Alter. Das geht? Ja. Danke. Boah, ich habe Kopfschmerzen. Ne? Ja, sowas tut weh. Sogar die Axt verloren, ey. Mal wieder ausrüsten. Scheiße, Dreck. Oh nein, die guten Bäume gehen ins Wasser. Oh. Mal die Tür reinschlagen hier. Mhm. Das ist aber echt Präzisionsarbeit. Mhm. Ja, gerade kannst du uns wieder eine schöne Treppe bauen. Stimmt. Jetzt ein Baufehler, was ich hier gemacht habe. Wird jetzt einen ganzen Baumstamm hier eingesetzt. Ja, das ist Baufehler. Kannst du mit C rausnehmen. Okay. Das ist ja auch das Coole, dass man eigentlich nichts kaputt machen kann. Also ich kann ja immer wieder zurück. Ah, so geht's. Okay. Jo. Ja, man muss hier an das Baumenü noch ein bisschen gewöhnen, aber es... jeden Fall macht Spaß. Ja. Wow, lange Bäume, die du da fällst. Oh, Vorsicht, das fällt wieder. Ah, ich bin Speck. Alter, das ist ja riesengroß. Ja, ja, der war richtig lang. So, baue ich und... wo wollen wir denn überhaupt den Eingang haben? Ich weiß nicht, ich glaube hier, wo ich gerade rauskomme, glaube ich ganz nice. Dann mache ich uns hier mal die Treppe drauf. Cool. Kann man eigentlich... oh ja. Das geht. Ah, das geht nicht. Irgendwann ist er so stark, da kann er dann drei Baumstämme tragen. Manchmal haut das noch nicht ganz so hin, wie ich das so möchte. Ja, also manchmal ist es... was ist das denn? Ich möchte, dass er die hier oben einsetzt und spaltet. Aber irgendwie setzt er da nur einen ganzen Balken. Ja, das ist Mist. Obwohl, du hast ja auch hier einen ganzen reingesetzt. Ja, ja, genau. Weiß aber, ich wollte den aber brechen. Also normalerweise
Zeigt dir ja dann zwei Pfeile an, so wie hier, ne? So. Ja. Ah, jetzt, alles klar. Ich musste die Perspektive ein bisschen ändern. Nur eine Lücke. Warte mal, dann nehme ich das eine raus hier. Schließ mal die Lücke. Das hinbekomme. Hallo? Vielleicht geht's von oben leichter. Ah, jetzt geht's. Ja, da war noch ein anderes Brett im Wege. Ich häng noch mal ein paar auf. Genau, mit der Treppe können wir das jetzt, genau, dann geht's leichter. Oh, super. Und drei Stück werden gleich gebraten. Sehr gut. Ein Almec-Fisch, bitte. Zack. Boah, es wird mega. Die sieht aber echt geil aus, die Hütte. Jo, ich finde schon. Ja. Brauchen wir noch ein paar? Ja, ich glaube, ich schlag hier noch mal einen. Ich werde hier auch nochmal einen platt machen. So, Fisch ist fertig. Willst du einen? Ja, gerne. Leck mir jetzt mal einen rein. Ja. Auf dem Feuer hier, ne? Achso, okay. Oh, ja. Lecker. Ja, noch zappelt. Ja. Oh, ich muss auch wieder schlafen, ey. So, soll Kelvin noch was anderes machen? Der hat jetzt ganz schön viel Fisch geholt. Fisch hat er geholt. Bitte Holz schlagen wieder. Ja, genau. Mach ich mal. Kann ich hier links nochmal. Ja. Komm, Kelvin. Oh. Oh, es gewittert gleich. Ein Dach. Ich hoffe, dass ich das Dach gleich dicht kriege. Alter, es hört sich an, als wäre es wirklich das Gewitter hier bei mir. Ist schon gut gemacht. Ja, Soundkulisse ist echt genial. Ich finde das so krass, wie die in der Mitte immer Durchbericht irgendwie und da Bohlen draus macht. Ja. Wenn das so denn echt so einfach wäre. Mühelos, ja. Ja. Na. Ja, und dann können wir uns noch ein Bett bauen. Genau. Jetzt brauche ich noch einen Balken.
Aminen wäre noch schön. Oh ja. Ich habe die Hütte verstärkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach doof ist zum Laufen. Das müsste nicht sein, was ich jetzt hier gemacht habe. Kannst ja mal gucken dann. Ich habe den Balken verstärkt. Oh, der Fisch. Ach, scheiße, der ist verkohlt. Ja, ist doch super so. Ja? Ja. Weiß man wenigstens, dass die Kiste hält hier. So, dann können wir mal ein Bett bauen, ne? Nice. So, dann müssen wir Modus wechseln. So. Weiß nicht, ich schlafe immer irgendwie in der Ecke. Hier ist eine Schildkröte. War klar gemacht. Oh. Kommt in die Suppe. Oh, ich hab lecker Fleisch. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Stöcker. Halt, aber der Regen und das ganze Wetter. Ey, das ist aber mega realistisch gemacht. Das ist ja eine geile Soundatmosphäre. Hört sich ja, das so echt an. Wenn man im Wald war. So, mein Bett ist fertig. Dann baue ich noch mal eins für dich. Oh, das ist gut. Umlaufen, ein paar Stöcker sammeln hier. Da liegen ja genug rum. Ja. Ich frage mich, wie man ein Dach baut. Ja, das ist eine gute Frage. Das Gefühl, ich weiß nicht, ob das dann übers Baumenü läuft, aber... Weil das mit dem Anbau hat ja gestern auch irgendwie nicht so geklappt. Ja. Man kann zwar so nach unten schräg bauen, aber... Ah, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. So. Ah, siehst du? Ja, mit Dachboden sogar. Ja, wollen wir mit Dachboden machen? Ja, gerne. Weiß auch gar nicht, ob man da später noch Kisten und so reinsetzen kann. War ja bei Valheim auch so. Ja. Wenn man Zeug ablegen kann. Weil dann wird's zu eng, oder? Wenn wir oben... Da brauchst du einen Stock oder so. Brauch ich noch. Ja, das kann sein, das ist oben zu eng. Ich hab noch einen Stock. Warte, ich baue mal zusammen. So, ist fertig, das Bett. Ah. Und jetzt kann man mit diesem GPS-Ding das markieren, hier das Haus, oder? Genau, man muss irgendwie einen Stock in den Boden kriegen. Und wenn man den Stock im Boden hat, dann kann man mit GPS da markieren. Oh, darf man sich nur nicht draufsetzen dann. Das wäre ein bisschen schmerzhaft. Hä, aber wie soll denn das gehen? Der nimmt ja das Ding in die rechte Hand, da wo er auch die Stöcke nimmt. Genau, wenn du jetzt einen Stock nimmst, warte mal, ich versuch's mal, ob ich das hinkriege, dass ich den in den Boden ramme. Muss ein einzelner Stock sein. Und den muss man, warte mal, den ramme ich jetzt rein, so. Und oh, jetzt, tatsächlich. Jetzt müsstest du da...
versucht man zu markieren. Okay, das ist dann aber doch, man verliert den, ne? Okay. Der steckt jetzt hier im Stock. Genau, und dann nimmst du dein GPS-Gerät und markierst dann. Ach genau, das Gerät hängt ja jetzt schon dran, ne? Wahrscheinlich muss man da mehrere GPS-Tracker finden oder so. Ach, man kann auch einen Zaun bauen. Oh. Mit der rechten Maustaste, ne? Habe ich gesehen irgendwie. Ja, ich habe jetzt Haus markiert. Ach nee, du hast es jetzt geändert. Weil guck mal, das steckt hier in dem Holz und ich kann es nicht mehr rausnehmen. Hm. Wahrscheinlich kann man es aber abbauen. Ja, man kann es abbauen. Okay. Ah, ist okay. So, dann würde ich sagen, eine Runde pennen erstmal. Aber warte mal, ich werde uns trotzdem das da lassen und als Haus markieren. Hm. Weil sonst... Das Haus. Haus, 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 Haus. Da. Okay. Geil gemacht auf jeden Fall. Ja. Dann eine Runde pennen. So, genau. Ich speichere nochmal kurz. Zack. Ja, gut. Und dann wird geschnorchelt. Hm. Zack und... Regnet's immer noch? Irgendwie schon. Ja. Oh. So, wenn du magst, könnten wir dann zu dem nächsten grünen Ding oder so. Ja, können wir gerne machen. Weil jetzt steht ja unser Haus im Grunde. Ja. Ich, will ich mir hoffe, das mit dem GPS funktioniert auch. Ja, ich will mir nochmal kurz Baumenü die Möbel angucken, was man noch so bauen kann. Ja. Stuhl kann man noch machen. Okay. Wir brauchen noch so eine für Privatsphäre eine Trennwand. Ja, Knochenleuchter finde ich auch geil. Genau, Privatsphäre. So wäre nicht schlecht. Deckenschädellampe, Alter, das ist aber auch übel. Könntest du sogar bauen, die Deckenschädellampe? Warte mal, ich gucke mal, hab ich auch einen Schädel? Du brauchst einen Schädel und ein Seil. Versuch's mal. Ja. Dann haben wir immer schönes Licht. Ja. Irgendwo ein Schädel. Hier sind Blätter und eine Feder. Nein, ne. Ich habe keinen Schädel. Warte mal, das war auch. Der Stock war auch falsch hier. Nee, aber du hast einen Schädel, ne? Ja, ich habe einen Schädel. Ich kann ihn dir gleich geben. Hm? Ich dachte, ich hätte Federn gesammelt, habe ich scheinbar nicht. Ah, es wird schön. Das ist... Oh, Pilze. Ja, die waren gut. Ein Pilz oder so. So, wo bist du denn? Ich gebe dir mal den Schädel. Zack. So, wie war das jetzt mit R? Nein, geh mal. Kannst du, warte. Ach, jetzt kann man. Genau. Hier ist er nicht. Wo ist denn der Schädel? Ah, hier. Zack. Hast du. Dankeschön. Mal kurz was trinken hier, weil ich bin gerade durstig. Mhm. Ich glaube, Vogelhäuser baue ich noch schnell, weil das, wir brauchen die für Pfeile. Mhm. Ich habe hier eine Schildkröte. Wie hast du die gefangen? Einfach erschlagen mit der Axt. Ah, okay. So einfach habe ich gar nicht gedacht. Ja. Aber die ganze Zeit hier trinken. Kann die nicht einsammeln. So, dann gucke ich mal, dass ich uns mal eine Lampe baue. Der holzt hier den halben Wald ab. Das Problem ist, das wird alles despawnen. Eigentlich müssten wir das jetzt verarbeiten.
Da oben ist der Schädel. Kombinieren. Und dann brauche ich noch Seil. Reparatur zu. Warum? Da brauche ich da mehrere. Warte mal, ich muss mal gucken. Da braucht man da mehrere Schädel. Gucken, was er jetzt. Handgefertigte Keule. Ich habe mir jetzt eine Keule gemacht aus dem Schädel. Ja, das ist ja auch toll. Ich wollte eigentlich eine Lampe bauen. Ja. Warte mal, ich muss mal im Baumenü gucken, was ich da falsch gemacht habe. Deckenschädellampe, so. Ein Seil und ein Schädel, aber. Hat er nicht gemacht irgendwie. Hast du einen Stock vielleicht noch dazu gepackt? Ja, hatte ich dann, weil er gesagt hatte, das war unvollständig. Kann man das vielleicht auch irgendwie lernen, das Rezept oder so? Das kann sein. Ah, Vogelhäuser, sehr gut. Ja, die müssen nur noch ausgebaut werden. Eins ist fertig. Noch ein paar Stöcke ran.